Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde der Zaubererzunft, zu Battle Mages, Sign of Darkness. Ja, wir haben jetzt eigentlich die Aufgabe, die Menschenfestung hier oben platt zu machen. Allerdings verzichte ich da erstmal drauf. Sondern gehe mit meinen Orks noch eine Weile erkunden und leveln. Das Gold nehmen wir natürlich mit. Oh, dunkle Krieger hier oben. Chop them to pieces. Personally, I'm going. I'm going. I'm going. Die. What? I agree with you. I agree with you. Eine Sumpfbehausung und eine Gruft mit schwarzen Rittern, das ist nicht so toll. I thought so. I agree with you. Really? Us? Destroy. Agree, if not us. I thought so. Destroy. So, die Zombies da oben sind mal wieder nervig ein bisschen, aber wir haben alles platt gekriegt. We know our own world. Can't go on without us. Ja, ist die Frage, wie machen wir das am dümmsten? I agree with you. Oh, da sind aber viele Knochenköpfe noch drin in der Halle der Toten. Aber wenigstens scheinen die dunklen Krieger keine so große Gefahr für meine Krieger zu sein. I agree with you. I agree with you. So, Plünderer sind aufgestiegen. Also ja, ich wollte jetzt eigentlich die Sümpfe erkunden. Allerdings müssten wir meinen Schaman aufstufen. Meine Plünderer aufstufen. Vielleicht eine neue Wissensschriftrolle kaufen, Zeug verkaufen. I thought so. Und einen Berserker nachrüsten. Ja, 4000, 45.000. Oh, und ich habe hier wie setzt das jedes Mal die Punkte oder was? So, kümmern wir uns auch gleich mal um die Bären hier. I agree with you. Das heißt, wir gehen erstmal zur Stadt zurück. I agree with you. Um uns um unsere Truppen zu kümmern und dann kommen wir wieder hier hoch und machen den Sumpf, kommen wieder bei der Stadt raus.
machen hier oben die Grüfte noch. Ihr habt nichts Neues. Uktuk hat auch nichts Neues. Ja, ich finde es ehrlich gesagt komisch, dass so statische Marker wie die Stadtmarker verschwinden. Und ja, schon mal nett, ich kann meine Plünderer auf die höchste Stufe bringen. Plünderer sind schon ziemlich stark und ich kann meinen Schamanen mal eine Stufe, also ein Level upgraden. Also zum nächsten Einheitentyp. So. Euch aktualisiere, jetzt seid ihr Banditen. Boah, seht ihr böse, gefährlich aus. Du bist jetzt ein dunkler Schamane, der Giftklingen wirken kann. Und euch können wir so aktualisieren. Now what? You think that's bad? And what? So, eine Wissensschriftrolle kaufen und gleich benutzen. Yes. Und ja, ich verkaufe einfach alles an Nahrung, Holz und Stein, was ich hier so finde. What? Ich weiß nicht, ob es das bringt, das in die nächste Mission noch mitzunehmen. Are we going to fight or what? I'm happy to carry out your order. Aber du bist jetzt ein dunkler Schamane und du bist auch nur ein dunkler Schamane, okay. What are we going to do? Aber die Jungs sehen schon krass aus mit ihren Rüstungen. Yes. At last. Yes. Und ja, Giftklinge ist eigentlich auch etwas, was ich freischalten wollte. Da kommt ein Trupp. Menschen. Ja, da verschwindet der Trupp Menschen auch schon wieder. What are we going to do? Also ja, das hier haben wir alles. Das war ja schon ziemlich am Anfang. Den Friedhof da oben haben wir zum Beispiel noch nicht. Hier drin waren wir noch nicht. Hier war unsere Schamanenhütte. Das heißt, wir gehen einmal so rum, machen hier das hier. Wir gehen dann hoch zur Stadt. Jo. At last. Here they are. Joho! Okay, die tödlichen Spuren machen schon der Mensch. Joho! Oh, if not. What are we going to do? Are we going to fight or what? Can't go on without us. At last. So, der Dorffriedhof enthält noch eine Einheit. Da ist er auch schon tot. We'll share the trophies. Pass Goblin-Skelette, die nichts können. Now what? Are we going to fight or what?
Ja, die hätten wir auch ziemlich am Anfang machen können, die paar Goblin-Skelette. Are we going to fight or what? So, was auch immer hier drin ist. Sieht auf jeden Fall blutig aus, was hier drin ist. Yoho! At last. Wie gesagt, die Gruft haben wir schon. Hier drüben haben wir noch jede Menge, wenn ich mir das so ansehe. Inklusive einer Skelettgruft hier. Gut. Jetzt gucken wir mal, was es hier mit auf sich hat. Ein Bärenlager einfach nur. At last. Bärenlager mit Wölfen? Joho! Wo gehört ihr denn hin? Ich sehe hier keine Wolfsgrube oder so. We'll share the trophies. Here they are. Are we going to fight or what? Nee, ich sehe auch auf der Map keine Wolfshöhle. Tear them to pieces. At last. Are we going to fight or what? So, Nahrung. At last. Wie gesagt, alles jetzt mal hier. Das ist unsere tolle Schamanenhütte gewesen. At last. Bevor wir in den Turm umgezogen sind. Man merkt aber, dass wir wieder Geister beschwören und dann Knoten setzen können. Im Gegensatz zu Zi, der hatte ja diese Fähigkeit nicht. Joho. At last. Are we going to fight or what? Are we going to fight or what? At last. Here they are. So, hier sind Wölfe, also eine Wolfsgrube und ein Bärenlager. Kill them all. We are under attack. Here they are. Könnt ihr bitte den Bären angreifen? Joho! Are we going to fight or what? At last. Also es ist, glaube ich, gut, dass ich meine Schamanen etwas beschütze. Tue ich doch, oder? My troops, ja, hier beschütze. We are under attack. At last. Are we going to fight or what? So, noch mehr Nahrung. Joho. Are we going to fight or what? Und ich sage ja, gute Erfahrungspunkte für meine Truppen. In the same way. Wobei ich jetzt mal gewillt bin, ein bisschen meine Ork-Krieger vorzuschicken, damit die Erfahrungspunkte sammeln können. Are we going to fight or what? What? Really? Us? I'm going. You won't get past us. You won't get past us. Hmm.
Yes, in the same way. So, Gold. Dann gucken wir mal. Das sieht eigentlich wieder aus wie eine Ogerhütte, was dann wieder garstig werden könnte.